Herzlich willkommen zurück bei den PS-Tipps. Wir haben euch im letzten Video gezeigt, wie die Funktion des Druckluftbremssystems im Fahrzeug ist. Heute zeigen wir euch, was passieren kann, wenn Dreck im Druckluftsystem ist. Wie im Werkstattvideo zu sehen, sind wir mit dem Luftfilter angefangen. Da beginnt ja das ganze Druckluftsystem. Da ist es wichtig, dass dort die Wartungsintervalle eingehalten werden, dass dort sauber gearbeitet wird, genauso wie, dass die Montage von dem Deckel bzw. vom Luftfiltergehäuse richtig durchgeführt wird. Hier haben wir einmal einen ausgebauten Kompressor für euch, wo wir euch direkt dran zeigen können, was passieren kann, wenn Dreck im System ist. Hier haben wir an der Luftansaugseite haben wir schon Ablagerung, Dreckablagerung. Hier am Kompressor sieht man, der Kreuzschiff ist nicht mehr vorhanden. Den Kolben hier haben wir schon mal ausgebaut, hier sieht man ihn noch ganz leicht. Das passiert dann auch am Kolben, kann man hier erkennen, das ist ein guter Kolben. Hier sieht man noch alles, hier ist noch alles vorhanden. Und hier sieht man, dass es glatt ist, das heißt, dass da gar keine Ringe mehr vorhanden sind. Diese Sachen kann man zum Beispiel tauschen, haben wir einen Repsatz für, genauso wie den Kopf. Aber dadurch, dass ja hier kein Kreuzschiff mehr vorhanden ist, muss der ganze Kompressor erneuert werden. Das waren nur einige Bilder, was passieren kann, wenn Dreck im Luftdrucksystem ist. Daher müsst ihr von Anfang an schon darauf achten, beim Luftfiltertausch zum Beispiel, dass dort im Luftfiltergehäuse kein Dreck ist, keine Papierreste, im Hintergrund einer mit der Luftpistole rumspielt und da irgendwas sauber macht. Da kann schon die erste Fehlerquelle entstehen. Wenn ihr sonstige Fragen habt, wendet euch an unseren Helpdesk. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.